Mein Name ist Nele Teneiken, ich komme von der Universität Münster und habe meinen Vortrag zum Thema Ein Land, wo Milch und Honig fließen, Fragezeichen, wer macht Helferin in den besetzten Niederlanden gehalten und habe herausgearbeitet, dass die Niederlande bis 1943 durchaus als Schlaraffenland in der Wahrnehmung der Helferin anzusehen ist, aber 1943 das Zäsurjahr darstellt, in dem sich dann die Wahrnehmung ändert.